Hallo und herzlich willkommen bei MINT auf Mission. Ich bin Max, ich bin heute am PEAK, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ich treffe heute Joanna Beckmann. Sie ist Klimaforscherin, in meiner Meinung nach sehr spannender Beruf. Was sie macht und wie ihr Alltag aussieht, das werdet ihr jetzt erfahren. Willkommen am PEAK. Oh, danke schön. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Das sieht ja wunderschön hier, alles grün. Ich kann dich vielleicht mal ein bisschen rumführen. Wenn wir hochgehen, dann sehen wir auch, wie groß eigentlich das ganze Gebiet ist. Oh, das wäre schön. Erzähl mal so ein bisschen über deinen Alltag als Klimaforscherin. Das Schöne ist, es ist nicht immer das Gleiche. Ich sitze hier vom Computer, mache Daten, analysiere, programmiere, entwickle Modelle. Aber man kann halt auch irgendwie ganz andere Sachen machen. Also wenn man das möchte, kann man viel Vorträge hält man halt auch, Workshops und halt auch Konferenzen auf die Fahnen, wo man dann halt sich austauschen kann mit Kollegen aus der ganzen Welt, was macht. Viel Spaß. Und welche Daten sind es so? Also wo kriegst du die her? Wie verarbeitest du die? Wo fließen die dann hin, wenn du sie bearbeitet hast? Ja, die Daten kommen ursprünglich entweder von Satellitendaten, das sind so die atmosphärischen Daten, oder von wirklich von diesen Feldforschern, die direkt bei mir jetzt nach Grönland fahren und messen. Wir stellen dann halt ein Datenset her, was ich dann benutze für mein Modell und damit möchte ich dann halt Hochrechnungen machen für die Zukunft. Genau, und wenn alles gut läuft, kann ich daraus halt eine Veröffentlichung machen. Und wie bist du irgendwie auf den Job gekommen oder was hast du dann studiert, um Klimaforscherin zu werden? Also ich habe selber Physik studiert, aber da hatte ich noch gar keine Ahnung, dass ich das machen möchte. Ich fand nur immer Physik, Mathe gut und Geografie. Und ich hatte einen Lehrer, der meinte, ach, das ist alles Blödsinn mit dem Klimawandel. Und dann war ich so, wirklich? Und dann habe ich so ein Paper gelesen von Stefan Rahmstorff, der hier am PEAK arbeitet, mit der Frage, haben Klimaskeptiker recht? Und da hat er all diese Argumente, die Klimaskeptiker oft haben, entwertet. Und ich fand das richtig toll und habe gemerkt, der ist ja Physiker und ach, man kann sowas machen als Physiker. Und genau, und dann habe ich mich hier beworben und jetzt bin ich wirklich sehr gerne Wissenschaftlerin und möchte nichts mehr anderes tun. Sehr schön. Ja. Beim Klimaforschen denkt man ja direkt an Geografie, aber das hängt ja auch mit Mathe zusammen. Kannst du mal erklären, was da alles zusammenhängt? Zum Beispiel ist das Eisschild, wenn man das beschreibt, ganz viel Fluiddynamik, was man in Physik lernt. Oder diese ganze Dynamik vom Klimasystem, nichtlineare Dynamik, also wirklich sehr viel Mathe und Physik. Und wenn man sich jetzt mit Informatik auskennt, ist das auch super, weil wir natürlich diese ganzen Simulationen laufen lassen. Und das hilft extrem, ja. In welchen Fächern muss man denn gut sein, um hier beim Klimaforschen mitwirken zu können? Also eigentlich kann wirklich jeder, der irgendwie in einem Fach gut ist, mitwirken. Also Wirtschaft ist mit drin, auch Soziologen. Wir hatten auch mal Philosophie dabei und Medizin zum Beispiel ist jetzt auch ein neuer Forschungsbereich. Ja, es ist halt ein super komplexes Thema und eigentlich brauchen wir alle aus allen Bereichen, dass die mithelfen können und mitdenken können. Wurde gebaut, um Einsteins Relativitätstheorie zu zeigen, hat aber nicht funktioniert. Also. Ist es eigentlich nicht deprimierend, wenn du jeden Tag zusiehst, wie der Zustand der Natur sich verschlechtert? Ja, das schwingt natürlich mit, aber man schaltet das irgendwie aus, das Emotionale. Bin da rausgekommen, habe beschlossen, du musst dir halt irgendwas suchen, für das du dich einsetzt. Also kannst nicht immer gegen was sein, du musst für irgendwas sein. Und das funktioniert dann ganz gut und man ist ja in dem Institut ja auch mit lauter Leuten zusammen, die alle Lösungsansätze suchen und das macht es dann eigentlich wieder zu einem positiv besetzten Beruf. Genau, das ist unser neuestes modernes Gebäude. Da wird die Abwärme vom Supercomputer genutzt, um das gesamte Gebäude zu heizen. Interessant. Kannst du mir vielleicht noch zeigen, woran genau du täglich arbeitest? Ich versuche halt irgendwie diese Zukunftssimulation zum grönländischen Eisschild zu verbessern. Ich schaue mir mal so die Dicke an, ja. Das ist so das grönländische Eisschild. Hier ist es besonders dick, tatsächlich fast 4 Kilometer dickes Eis. Und dann schaue ich mir an, was passiert denn jetzt in 200, 300 Jahren, wenn wir halt weiter so eine Erwärmung haben. Und dann siehst du, es ist viel kleiner geworden. Das ist so krass. Ja. Genau, und dann bestimme ich, wie viel ist denn jetzt der Meeresspiegel angestiegen. Gibt es irgendwas Besonderes an deinem Beruf, was dich inspiriert jeden Morgen, vorher das
das mag ich, da gehe ich gerne hin, das ist mein Traumberuf. Also ich mag es halt irgendwie immer was Neues zu lernen. Also ich fange ja manchmal Projekte an und weiß selber gar nicht, was dabei rauskommt. Und das ist einfach spannend zu sehen. Und ja, es ist halt auch eine gute Sache, für die man sich hier einsetzt. Aber glaubst du irgendwie so in 20, 30 Jahren wird dann dein Beruf überhaupt noch nötig sein? Wir haben ja jetzt schon das Klimasystem im Prinzip verändert und man muss halt dann auch rausfinden, wie wir uns denn anpassen an den Klimawandel. Ne? Also wenn der Meeresspiegel steigt, der wird auch noch länger als 30 Jahre steigen, auch wenn wir jetzt aufhören, CO2 zu emittieren. Wie hoch müssen wir die Deiche bauen, damit wir geschützt sind? Und da gibt es halt noch sehr viel auch zu forschen, weil wir auch noch nicht alles verstanden haben. So, erstmal vielen Dank für dieses sehr informative und tolle Interview. Ich habe sehr viele neue Sachen gelernt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, Max, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Das war mein heutiger Tag am Peak. Ich hoffe, ihr fandet den Beruf der Klimaforscherin genauso interessant und informativ wie ich. Am besten, ihr guckt euch noch die anderen Videos über die anderen Berufe auf dem MINT-Kanal an. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt einen Kommentar, liked das Video und lasst am besten ein Abo da, damit ihr noch viele weitere Berufe kennenlernt. Das war's von mir. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.